Alias Philipp Haas von Investors TV und es ist wieder Zeit für eine Monatsbilanz, wo wir eine Aktie des Monats vorstellen, wie sich die Wikifolios entwickelt haben, die Echtgelddepots und einen Blick auf die Makromatrix. Ja, insgesamt die Börse ist sehr gut ins Jahr gestartet und bei mir persönlich dank der Aktie des Monats sogar nochmal deutlich besser. Gegen Ende, so die letzten Tage, hat es ein bisschen abgegeben, was denke ich auch gesund ist, ein paar Gewinnmitnahmen, könnte aber auch ein paar Gründe haben mit dieser ganzen GameStop-Spekulation. Das kann irgendwann auch gefährlich fürs System werden und dann müssen vielleicht auch mal einige Leute da Verluste gemacht haben, andere Aktien verkaufen. Vielleicht macht die Fed auch nicht mehr so viel. Also ich bin auch ein bisschen vorsichtiger geworden, habe auch ein bisschen Cashquote aufgebaut, einfach ein bisschen, um reagieren zu können, ohne dass ich jetzt groß meine Meinung geändert habe, aber einfach, wenn es gut läuft, dass man mal ein paar Chips vom Tisch nimmt. Und das Schöne bei Wikifolio, da kann man das ja auch steuerneutral machen. Wir sehen hier die Entwicklung. Zwischen sind da schon 11 Millionen drin. Also wenn ihr investiert seid, ihr seid, wie gesagt, nicht alleine. Alle Wikifolios mit einstelligen Zuwächsen, so um die 6% im Schnitt. Eins ein bisschen besser, eins ein bisschen schlechter und auch sehr schön, ich glaube, neue Rekordzuflüsse von 2,5 Millionen. Gerade die ersten zwei Wochen liefen sehr gut beim Wikifolio Nebenwert Europa. Und es gibt ja auch ein Dach-Wikifolio, wo man in die alle Wikifolios von mir investieren kann. Das werde ich hier aber nicht extra aufführen, weil es sonst zu einer Doppelzählung der Assets kommt. Aber dadurch konnten halt auch die Wikifolios wie Investor Stockpicker, Brand Stupid, was ja die Aktien-Ideenliste abbildet, Venture Capital Strategies und Digitale Revolution ein bisschen zulegen und entwickelt sich auch ganz gut. Ja. Sie müssen jetzt Daten. Nicht jeder Monat wird ihr immer mit 5-6% Performance sein. Das ist, muss man wissen. Aber zurzeit läuft es ganz gut, deswegen vielleicht auch die Idee, ein bisschen vorsichtiger zu werden. Ja, aber deswegen ist ja gerade das, sag ich mal, das Angenehme, wenn man zum Beispiel ein Wikifolio hat, dass ich halt auch so ein bisschen so ein Risikomanagement damit mache. Welche Veränderungen gab es auf der Aktienideenliste? Findet ihr, wie gesagt, auch auf investorsearch.net oder kann man über das Wikifolio It's the Brand Stupid direkt 1:1 nachkaufen? Ich weiß, der Name passt nicht so, aber das kann man leider nicht mehr ändern. Und da sind, wie gesagt, 50 Aktien drin von der Ideenliste. Da gab es ein paar Verkäufe, was eher aber mit, sag ich mal, Gewinnmitnahmen bedingt worden ist. Ja, ich finde die Aktien immer noch okay oder gut, aber ich will ein bisschen auch Platz für frische Ideen schaffen und auch ein kleines Cashquote mal aufbauen. Das eine Casatombrom, die kam zuletzt ein bisschen runter und hier spielt auch die Rolle, der Spread ist relativ hoch und ich will ja auch, wenn die Leute es kaufen, dass dieser Unterschied zwischen Ankaufspreis und Verkaufspreis nicht so hoch ist, deswegen wurde es verkauft. Green Dot lief gut, da wurden einfach Gewinne realisiert. Tobi ist vielleicht auch eine spannende Aktie, finde ich auch nach wie vor gut, aber wurde auch mal, wie gesagt, halt Gewinne mitgenommen, um, weil es vielleicht nochmal bessere Ideen gibt. Auch Netflix ist einfach auch schon eine sehr, sehr große Firma, wo auch immer mehr Konkurrenz es gibt in dem Bereich. Und wenn wir sagen, wir leben irgendwann in der Zukunft, gibt es halt kein TV mehr, nur noch Streaming, dann wären sie halt auch nur noch einer unter vielen, zwar der Beste, aber da ist die Bewertung halt auch schon relativ hoch. Coty, das ist ja so der größte Parfümhersteller der Welt, das war so eine Turnaround-Spekulation, die aufging. Da wurden dann auch mal die Gewinne mitgenommen, weil wenn die ganzen Läden zu sind, ist das für die auch nicht so gut und wurden auch, glaube ich, 80% oder sowas. Light in the Box, das wäre auch so eine Spekulation. Bin ich auch weiterhin noch investiert, finde ich nach wie vor spannend. War halt so ein kleines Spezialthema, das ist so ein E-Commerce-Shop, ein bisschen was Spekulativeres. Und neu aufgenommen wurde Play Magnus, da gibt es auch das Interview, das vom Online-Schach profitieren sollte, ist aber auch eher eine langfristige Sache. Das wurde dann auch mal kurzzeitig spekulativer. Und Brightcove, so ein Video-Infrastrukturanbieter. Und ich glaube ja ein Video, auch gerade in der aktuellen Situation. Deswegen, um da ein Pure Play zu haben, wurde das aufgenommen. Findet man, wie gesagt, auf investorsearch.net und der Aktienideenliste. Normalerweise ist die Aktie des Monats ja von dieser Aktienideenliste. Dieses Mal ist es nicht so, weil die Aktie einfach sehr wichtig war in diesem Monat für mich und für die Echtgelddepots und vielleicht für den einen oder anderen trotzdem noch spannend. Es handelt sich um Lang und Schwarz. Das war die exklusive Aktienidee für den Member-Bereich. Da kann man ja, glaube ich, für 6 Euro Mitglied werden bei mir unterhalb von diesem Video. Einfach auf Mitglied werden oder Join klicken. Damals war die Aktie bei 20 Euro. Jetzt sind wir
bei 100 Euro gewesen, haben wir noch mal ein paar Euro runter. Ich finde sie immer noch günstig. Ich habe sogar mal zuletzt, obwohl es schon die größte Position ist, sogar noch mal ein bisschen nachgekauft. Und sie profitiert einfach massiv vom Boom von Privatanlegern bei Aktien in Deutschland. Sie wickeln bei Trade Republic die Trades ab. Das heißt, dadurch kann Trade Republic so günstig anbieten, sind auch der Emittent von den Wikifolio-Zertifikaten. Das sind ja so die zwei spannendsten Fintechs. Und wenn wir halt auch gleich sehen, wie die Echtgelddepots abgeschnitten haben, da spielt einfach Lang und Schwarz auch eine große Rolle. Genau, ansonsten, wenn wir uns das mal überlegen, wie das einfach so läuft, wenn es so weitergeht wie im Januar und wenn sie sich nicht verzockt haben bei irgendeiner Position, da könnten da ja, 15, 20 Euro Gewinn pro Jahr in 21 rauskommen, wäre die Aktie immer noch beim 5er KGV und könnte halt irgendwann mal als Fintech-Play wahrgenommen werden, weil aktuell wird es immer noch eher als so ein Börsenmakler wahrgenommen, wo es halt auch andere gibt. Und ich glaube, sie haben sich halt einfach so ein bisschen weiterentwickelt. Aber das ist auch ein Thema, wo ich halt irgendwie relativ nah dran bin und vielleicht ein bisschen biased durch Wikifolio, aber lief ja auch wirklich gut. Und manchmal würde ich zumindest, wenn ich da drin investiert wäre, würde ich auch weiterhin erstmal dabei bleiben, weil sonst wären ja auch viele Steuern fällig und so ist auch bei mir so. Wie waren jetzt die Echtgelddepots? Insgesamt ähnlich wie die Wikifolios, aber wie gesagt, mein Hauptdepot hat A, einen sehr wichtigen Meilenstein geschafft. Die Members wissen da auch mehr. Kurzzeitig war es auch sogar mal über 1000% seit 2012. Jetzt kam es wieder ein bisschen zurück und da hat auch Lang und Schwarz einen ganz guten Anteil diesen Monat gehabt. Liefen allerdings auch andere Ideen ganz gut. Wir sehen dieses QFMA-Depot, das hat sage und schreibe 50% diesen Monat zugelegt und das liegt nicht nur an Lang und Schwarz, sondern auch noch in zwei, drei anderen Ideen, die auch auf dem Weg zum Tenbagger sind. Deswegen habe ich mal kurz überlegt, das QFMA-Depot, was ja exklusiv für die Members ist, also wenn ihr Mitglied da seid, da präsentiere ich diese Aktienideen und gebe dann auch die Updates. Deswegen habe ich mal kurz überlegt, das Tenbagger-Depot umzubenennen, aber QFMA fanden die Community besser und das stimmt, das ist auch vielleicht ein bisschen weniger reißerisch, aber muss ja manchmal ein bisschen Vermarktung machen. Ja, aber es sind auf jeden Fall Ideen, die jetzt schon so 300-500% vorne sind, könnte irgendwann mal ein Tenbagger werden. Ja, die ist ja auch eher eine langfristige Perspektive. Wie gesagt, habe ich ja erklärt, man kann da Mitglied werden und sieht dann diese Ideen, die nicht auf Wikifolio handelbar sind. Leider, sonst hätte ich die da reingekauft. Deswegen in diesem exklusiven QFMA-Depot, da werde ich speziellere Aktien vorstellen, wo ich glaube, dass die das Potenzial haben, auf 3 bis 5 Jahren sich zu vervielfachen. Ist natürlich hochriskant, richtet sich eher an fortgeschrittene Investoren. Aber wie gesagt, bei ein paar Aktien sieht es gar nicht so schlecht aus aktuell. Und es ist erst ein Jahr rum. Außerdem wurde das ETF-Depot aufgelöst. Ich finde ETFs ja, wie gesagt, okay für Anfänger. Ich mache da vielleicht mit für was anderes. Braucht das Geld vielleicht für was anderes, fließt woanders rein. Deswegen geht es jetzt erstmal in die Cashquote. Was macht die Makromatrix? Es hat sich ein bisschen verschlechtert. Das Momentum bleibt noch so auf grün in den USA. Aber auch so in Europa sieht es nicht mehr ganz so gut aus. Ich sehe halt dieses gewisse systemische Risiko sogar für GameStop. Plus die Fed hat so ein bisschen gebremst. Ja, die langfristigen Zinsen steigen so ein bisschen und das kann dann oft mal reichen nach Gewinnen, dass so dass der Auslöser wird, dass zu einer kleineren Korrektur mal kommt. Aber das ist nochmal ganz wichtig, das ist auch ganz normal und sogar gesund, dass es immer mal wieder so 10% Korrekturen gibt, weil wenn es nur nach oben geht, so schnell ist es eher gefährlicher und das ist nur gesund. Wenn man langfristig interessiert ist, kann man das dann oftmals für Nachkäufe nutzen. Aber ich sehe, wie gesagt, da ein bisschen ruppiges Fahrwasser und halt auch dieses ganze emotionale Thema. Es kommen sehr, sehr viele neue Leute an die Märkte. Und gerade die jetzt, glaube ich, so in den letzten Wochen dazugekommen sind, die dann mit irgendwelchen Penny-Stocks rumtraden. Das kann auch eine gute Weile gut gehen, aber es wird nicht ewig gut gehen. Und ich finde es auch ein bisschen schade, man muss da ein bisschen aufpassen. Ich habe eher so das Gefühl, die Leute, die jetzt ein paar Monate, so seit einem Jahr dabei sind, die haben da viel gelesen und haben sich auch gut informiert. Und jetzt wird es so langsam ein bisschen hektischer, was ich ein bisschen nicht so gut finde. Denn es sollte eher langfristig ausgerichtet sein. Und wenn dann Leute wieder auf vielen Verlusten stehen, dann heißt es wieder, Aktien sind böse. Aber es ist wie so oft, man kriegt halt ein bisschen das aus dem Markt raus, was man halt dann irgendwie auch, wie man das Spiel auch spielt. Das war also meine Echtgeldbilanz im Januar. Insgesamt sehr positiv, wird nicht immer so weitergehen. Ja, ich werde einen Tick vorsichtiger, aber wie heißt es so schön professionell, wir bleiben weiter konstruktiv.
Und egal wie die Situation ist, es wird bei so vielen tausend Aktien da draußen immer Chancen geben für Stockpicker, die von allem irgendwie profitieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.